Dann spielen wir mal gegen Preußen Münster. Auswärts zwar, aber egal, wir haben 1-0 gewonnen. Das erste Spiel, also was soll's, Leute? Und Start des Spiels. Heute spielt Preußen Münster gegen den SV Meppen. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Sie kommen normalerweise gerne über den enormen druckvollen gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, diesmal wieder ihre Strategie. So, jetzt wissen wir ja, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Das kann was werden. Ja. Das letzte Heimspiel haben sie gewonnen. Heute wollen sie das wiederholen. Das 1:0 war schon ein bisschen glücklich. Das kann sich natürlich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Meine Prognose lautet, Sie verlieren diese Partie. Alter. Benjamin Schwarz. Dann werden wir den jetzt mal zeigen. Den lieben Kommentatoren, dass das nicht der Fall ist. Tobias Rühle. Jetzt müssen wir aufpassen. Verlieren das Ding. Michele Rizzi. Schöne Flanke. Nur zu hoch, ne? Verlieren das Ding. Wird das eine Torchance? Er ist frei, da kann was draus werden. Da geht er dazwischen. Fabian Menig. Michele Rizzi. Tolles Zuspiel. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Danilo Wiebe. Ja. Fatih. Michele Rizzi. Er schießt. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Gott, Leute. Tobias Rühle. Den spielt er wieder zurück. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Oh, den müssen wir jetzt abhaken. Kein guter Kopfball. Harmlos. Der Ball kommt doch richtig gut rein. Aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Nico Granatowski. Die Defensive steht. Michele Rizzi. Fabian Menig. Nico,
Nico Granatowski. Nico Granatowski. Guter Ball nach draußen. Guter Ball spielt nach den draußen. Pass zurück. Er spielt den Pass zurück. Nico Granatowski. Nico Granatowski. Und da verlieren sie den Ball. Und da verlieren Mist. Sie den Ball. Fabian Menich. Fabian Menich. Fatih. Fatih. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt können haben sie, sie jetzt einen Angriff einleiten? Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Och Menno. Leute, so geht das da nicht. Wir müssen hier ein bisschen mehr spielen. Mehr. Defensiv machen sie es gut. Ja, und offensiv klappt gar nichts. Super dazwischen gegangen. Offensiv klappt gar nichts. Offensiv klappt gar nichts. Macht er ihn! Macht er ihn! Gut vom Torwart. Richtig gut Sieger. Vom Torwart. Den hat er sicher. Es gibt noch 2 Minuten es obendrauf. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ah. 0-0 zur Pause. 0-0 zur Pause. Bis es kann weitergehen. Es kann Anpfiff weitergehen. Zur Anpfiff Hälfte. Zur zweiten Hälfte. Sebastian May. Sebastian May. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöner Pass. Hebt nicht dauernd die Hand, Leute. Pass, die pfeifen schon. Wenn es sein muss. Fabian Menich. Fabian Menich. Das macht er gut. Das macht er gut. Michele Rizzi. Michele Rizzi. Weg ist der Ball. Weg und damit ist der sind Ball. Sie am Ball. Und damit sind sie am Ball. Gerüchteweise könnte sich ein Transfer anbahnen. Transfer anbahnen. Bouchier war ja zuletzt, immer wieder Thema in den Medien. Richtig, aber da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und den Ball hat er sich geholt. Das könnte die Chance werden. Jetzt wird's gefährlich. Völlig ohne Probleme, kann er hier das Tor verhindern. Oh oh. Michele Rizzi. Flanke jetzt. Ah, da können sie nicht entscheiden. Wenn so ein Ball reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Jetzt kommt hier der Wechsel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut verteidigt hier. Natürlich gut nicht. Hier. Jetzt der Schuss. Alter. Jetzt oh, Mann. Torwart hält den Ball fest. Tobias Rühle. Michele Rizzi. Leute. Das könnte die Führung geben. Sie machen nichts draus. Das war die Chance zur Führung, aber der Abschuss war einfach nicht gut. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ecke. Und das gibt Eckball. Werfen wir nochmal einen, Blick auf diese Chance. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt kommt die Ecke. Ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt in der Anspielstation. Die Flanke bleibt hängen.
Oh. Und jetzt die Chance. Und jetzt die Chance. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Er schießt. Riesenszene, was für eine Parade. Der Ball muss natürlich sitzen aus dieser Entfernung und dann ist das Spiel hier vielleicht schon entschieden. Aber da hat er was gegen, eine unglaubliche Parade. Jetzt der Ball. Jetzt vielleicht. Da hat doch einiges gefehlt. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht, da hätten sie mehr draus machen können. Der Abschluss direkt zum Gegner. Jetzt die Flanke. Ist das schon der Siegtreffer? Na, viel Zeit ist nicht mehr. Was für eine dramatische Schlussphase. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz energisch. Abgeblockt. Fabian Menig. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Tobias Waschewski. 2 Minuten Nachspielzeit. Ganz ruhig. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Alles Platz. Guter Pass. Klasse gemacht. Entschlossen geklärt. Wenn sie nach dieser Ecke treffen, haben sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Die Ecke kommt. Und da ist der Schlusspfiff. Viel hat er heute nicht gefehlt, aber hilft ihm natürlich nicht. Das ist ein enges Spiel. Das Ding hätte sie auch gewinnen können. Das waren wieder mal diese Kleinigkeiten, die wir gegen sie gesprochen haben. Leute. Okay, wir werden was ändern müssen an der Spielweise und an der Aufstellung.